Namaste. Herzlich willkommen zu unserer heutigen Yoga-Lektion aus dem Wohnzimmer. Ich habe da schon ein paar Utensilien parat gemacht, Hilfsmittel, die du vielleicht kannst brauchen während der Lektion. Ich habe eine Küsse, hier einen Schal und auch einen Stuhl und ich sitze nur auf einer Decke. Nimm doch zu Beginn gerade das Dschnana-Mudra ein. Daumen, Zeigefinger zusammen, die anderen Finger sanft weggestrickt. Schließ für einen Moment deine Augen. Und komm ganz bei dir an. Deine Aufmerksamkeit zu deiner Atmung und nimm wahr, wie du ein- und ausatmest. Verweile in deiner ganz natürlichen Atmung ein- und aus. Dann gerade ins Garuda-Mudra. Die Daumen ineinander verzahnst, rechte Hand ist vorne und deine Handflächen, höhere Brustbereich, auf deinen Körper leisch. Die Augen gerne wieder schliessen. Und die Energie vom Adler-Mudra wirken lassen. Das Adler-Mudra, das Garuda-Mudra steht ja für Freude, Motivation, für Begeisterung und Freiheit. Wechsle dann ins Anjali Mudra. Verbind dich nochmal ganz bewusst mit deiner Atmung. Schliessen die erste Ausrichtung mit einem gemeinsamen um.
Augen langsam öffnen. Dann kannst du die Beine gerade für einen kurzen Moment nach vorne strecken, wenn du von der Decke sitzt oder mit Füße wegkommen und Beine hin und her schaukeln aus der Hüfte. Oberschenkel, Kniegelenk, Unterschenkel, Fußgelenk, Füße ganz locker. Position, wo du gut kannst sitzen. Das kann wieder in einem burmesischen Sitz sein, aber auch gerne in einem Fersensitz. Oder du kannst natürlich auch gerne auf dem Stuhl sitzen. Wie es dir wohl ist, wie das für dich geht. Wir kommen zu einer sanften Mobilisierung der Wirbelsäule im Sitzen. So nimm deine Finger zu deiner Brust und einatmend öffne dich. Streck deine Arme bis zu den Fingerspitzen. Ausatmend schliess und wird ganz rund. Zieh das Kinn näher zur Brust. Einatmend streck dich wieder, öffne dich. Und wenn es vom Nacken gut möglich ist, dann nimm den Kopf leicht zurück, blick zur Decke. Und ausatmen, wieder schliessen. Ein. Und aus. In der Blume. Wo sich am Morgen öffnet und am Abend wieder schließt. Noch eine Wiederholung. Dann zurück in die Mitte kommen, Oberkörper aufrichten. Und im Moment das Körpergefühl wahrnehmen. Gut, kommen wir zu einer seitlichen Neigung. Zu einem linken Hand. Seitlich entweder Handfläche oder auf die Finger. Reicht den Oberkörper auf. Rechte Arme strecken neben dem Ohr. Spüre jetzt die Länge, Weite über deine rechte Flanke. Und mit der Ausatmung neig dich auf die linke Seite. Bleib nicht einatmend, gerade wieder zurück in die Mitte. Zuerst wieder in die Länge ziehen und ausatmen und neig dich wieder auf die Seite. Und wechsel ein und aus. Kopf kannst du gerne mit einem Blick sanft zur Decke. Noch eine Wiederholung, die Länge ziehen und dann seitlich neigen. Dann komm wieder zurück in die Mitte und für einen kurzen Moment nochmal nachspielen.
wir kommen nun zu einer Verdrehung von unserer Wirbelsäule. So achte wieder zuerst, dass du wirklich schön aufrecht sitzt. Dann nimm gerade beide Hände seitlich. Nicht so darauf an, dass du da nicht ganz kannst berühren. Und einatmend, dreh dich nach links. Einatmend in die Mitte und aus auf die rechte Seite. Such den Oberkörper immer aufrecht zu behalten. Einatmen und aus. So weit mitnehmen, wie das möglich ist, vom Nacken her. Zurück in die Mitte kommen. Und die Augen nochmal schliessen. Gerne jetzt so die ganze Wirbelsäule ein- und ausatmen. Langsam öffnen. Du kannst dann gerade wieder die Beine nach vorne strecken. Die Knie ein bisschen massieren. Gut. Und dann komm gerade auf den Rücken. Ziehe beide Knie zu dir, gerne das Knie auch geöffnet behalten. Wenn du möchtest, kannst du auch die Decke unter den Kopf nehmen zur Entlastung im Nacken. Und du musst ankreisen. Sanft Wirbelsäule massieren. Beide Seiten ganz intuitiv. Gut. Dann streck deine Beine zur Decke. Die Arme nimmst gerade auch zur Decke, die Finger. Spitze zu der Decke und Kreis, Handgelenk und Fußgelenk. Seiten wechseln. Noch einmal wechseln. Und noch einmal auf die andere Seite. Und dann Knie nach. Richtig Bauch ziehen. Spürst jetzt vielleicht ein Druck im Bauch. Und wenn es dir möglich ist, atme jetzt tief durch den Bauch ein und aus.
Handflächen zum Boden. Streck deine Beine zur Decke und ziehe jetzt Zehen an, Fersen streck zur Decke, als ob du gerade willst, den Himmel heben. Es ist völlig okay, wenn du da genügend Bogen hast. Und einfach so weit, wie das dir möglich ist. Sehr schön. Und dann gerade die Füße aufstellen, etwas breiter stellen, Knie nach innen fallen lassen. Gerne jetzt auch Handflächen drehen und die Arme leicht seitlich nehmen. Nimm deine Arme jetzt ganz seitlich. Handflächen schauen zur Decke und Beine streckst wieder zur Decke. Und jetzt öffnen und überkreuz gerade. Immer schön im Fluss, einmal links Bein vorne, einmal das rechte Bein vorne. Und wenn du hier noch etwas mehr möchtest, dich gut fühlst, dann nimm noch die Arme dazu. Der Bauch muss jetzt arbeiten. Noch einmal. Und wieder lösen, die Füße aufstellen. Und den Bauch ganz bewusst entspannen. Möchtest du gerne deine Hände auf den Bauch nehmen. Den Bauch ein- und ausatmen. Gut. Dann nimm deine Arme wieder seitlich, streck die Beine einmal. Es ist gar nicht so wichtig, dass du ganz durchgestreckt bist. Und mach mit den Beinen so eine Scherbewegung. Gehen wir jetzt die Hände drehen, Handflächen zu Boden. Oder eine Variante, wenn du möchtest, nimm gerne. Überkreuz deine Arme, die Brust und auch den Kopf. Du kannst gerne anheben, Finde zur Brust ziehen und wiederholen ein paar Mal. Gut. Und gerade wieder entspannen. Entweder jetzt die Beine strecken. Oder auch die Fusssohle zusammennehmen in liegenden Schmetterlingen. Wieder ganz bewusst den Bauch entspannen.
stellen. Ziehe jetzt rechte Knie durch zu dir. Das linke Bein streckst zum Boden. Fersen streckt von dir weg. Zehen anziehen durch Spannung über dein Gesäß. Oberschenkel, Unterschenkel. Auch Zehen anziehen von dem Bein, das zu dir anziehst. Und komm wieder bewusst durch den Bauch ein- und ausatmen. Dann das linke Bein aufstellen. Und das rechte Bein zur Decke strecken, gerne mit der Hand Oberschenkel umfassen, Spannung halten, Bein zur Decke streckst und wenn du sagst, ah, das geht ganz gut, kannst du gerne auch das linke Bein strecken, wieder zu Boden. Und beide Beine entspannen. Ganze Beckenraum entspannen, Bauch entspannen. Aufstellen und das linke Knie näher zu dir anziehen. Fuß wieder flexen, das rechte Bein strecken, Spannung wieder behalten. Und über den Bauch ein- und ausatmen. Bein aufstellen und linke Oberschenkel umfassen, das linke Bein zur Decke strecken. Und wieder entweder so bleiben, auch leicht Kniekehlen lösen. Oder wenn du magst, das rechte Bein strecken. Gut. Und wieder beide Beine entspannen. Körpergefühl wahrnehmen. Die Augen wieder langsam öffnen und jetzt gibt es Spannung
ins linke Bein, das rechte stellst du auf und öffnest dann seitlich. Da kannst du gerne auch wieder ein Küsse drunter nehmen. Zeig bis sonst. Füße da drunter nehmen, dann Decke beim Kopf. So, dass der Nacken schön Raum hat. Flächen zusammennehmen und einatmend hinten über den Kopf ziehen. Und das von deinen Schultern her eher schwierig ist und die Schmerzen bereitet, dann nimm die Arme einfach seitlich auf die Höhe, was für dich passt. Du bist jetzt im liegenden Baum. Das heisst, du hast auch wie voran eine Spannung im linken Bein, Zehen anziehen. Und natürlich auch Zehen anziehen zum Schutz vom Knie, vom rechten Bein, wo du geöffnet hast. Tiefen Atemzug. Die Hände wieder lösen. Das Bein aufstellen. Und gerade in den Wechsel aus dem rechten Bein strecken. Linke Fuß aufstellen. Der Höhe. Für dich geht und dann seitlich in eine Öffnung kommen. Auch hier wieder gerne bis unterlegen. Handflächen wieder zusammennehmen und über den Kopf ziehen oder dann auch seitlich. Schnana Mudra rein. Zurücknehmen, Füße aufstellen, und locker gerade Knie links und rechts ablegen, Kopf gerne gegen gleich mitnehmen. Eigenen Rhythmus. Gut. Und dann streck dich noch mal mit beiden Beinen, beide Arme. Strecken, Länge im ganzen Körper und
Entweder kommst du nachher über die Seite, eine sitzende Position, oder du ziehst deine Beine in ein Päckchen, nimmst deine Stirn zum Knie und aus der Kraft und im Bauch sitzt du gerade auf. Sehr gut. Gut. Und gerade für 2-3 Atemzüge noch sitzen bleiben, im Kreislauf ein bisschen Zeit geben, bevor du dann ins Stehen kommst. Wir kommen jetzt vom liegenden Bein noch in den stehenden Bein. Wir haben unsere Mitte ja schon ganz gut kultiviert, die Öffnung der Hüfte, die Beine, die wir aktiviert haben. Wir sind also parat für unseren Bein. Ziehe euch zuerst einmal noch mal deine Zehen an und setze die Zehen auf. Und finde so deine Mitte, indem du leicht nach vorne schaukelst, ein bisschen retour. Und so deine Mitte findest. Dann verlagere dein Gewicht leicht aus dem linken Bein. Patsche Entspannung. Den ganzen Körper, vor allem jetzt in den Beinen, Gesäß, Oberschenkel, Unterschenkel, rechte Fuß, und so ein bisschen lösen, auf die Zehenspitze kommen. Vielleicht magst du da schon eine leichte Öffnung kommen. Und dann in deinem Tempo, vielleicht Stuhl gerne zur Hilfe, um so ein bisschen Mitte, dein Gleichgewicht zu finden und je nachdem entweder den Fuß im Unterschenkel behalten oder den Oberschenkel einfach nicht aufs Gelenk. Und schön Spannung behalten. Entweder eine Hand oder den Körper nehmen. Oder auch beide Hände. Natürlich kannst du auch eine Wand zur Hilfe nehmen. Vielleicht ist das dein Baum heute. Vielleicht möchtest du noch deine Hände über den Kopf ziehen. Den Arm leicht bogen. Oder vielleicht möchtest du dich auch noch anstrecken. Auch wenn du das Gleichgewicht wieder verlierst, kannst du gerne wieder vorne anfangen, wieder schön in die Mitte suchen. Gut, und wenn dann dein linke Bein müde wird, geh gerade in einen Wechsel. Wieder schön mittig finden. Beide Füße dann das Gewicht verlagern. Und leicht die Zehen mal ein bisschen aufstellen. Sanft öffnen. Vielleicht ist ja das heute schon genug. Oder dann gerne jetzt einfach probieren, spielen. Dein Bauch. Gerne wieder den Stuhl zur Hilfe nehmen, Sicherheit. Entlösen.
schon mal noch eine andere Variation ausprobieren. Die Hand öffnest, das Schnallen reinnimmst. Wieder die Hände über den Kopf, gestrecken, immer schön Spannung halten, Gesäß, Oberschenkel. Und wenn du genug geübt hast, beide Seiten im Baum, dann komm doch gerade in eine Vorwärtsbeuge und ich zeige dir gerade noch eine Variante mit dem Stuhl. Ist gerne beide leicht geöffnet halten, Ellbogen fassen. Und den Stirn auf deine Unterarme legen, dann auch die Knie leicht beugen. Wunderschöne Variante. Oder natürlich, wenn du mehr möchtest, Speier geschlossen nehmen, Ellenbogen fassen. Und dich hängen lassen. Und auch da gilt wieder, du kennst deinen Körper, deinen Kreislauf. Je nachdem den Kopf nicht ganz hängen lassen. Oder wenn es dir gut geht, kannst du auch hängen lassen. Die Hände lösen, ganz zum Boden kommen. Oder auch hinten. Unterschenkel, deinen Oberkörper noch ein bisschen mehr anziehen. Dann gehen wir die Knie und rollen Wirbel für Wirbel auf. Und dann gerade ins Sitzen bzw. machen wir gerade Viparita Karani mit den Füßen. Also ich habe das ausprobiert. Sitzt dich auf die Küsse, gerne auch wieder eine Decke hinten für den Kopf nehmen und kommst du retour. Dann noch ein bisschen die Küsse hier runterziehen und Beine zur Decke auf strecken. Ganz entspannt, dass wo man leiden hebt. Verweil da so 3 bis 5 Atemzüge.
Endentspannung, Shavasana. Und wind wieder ins Bein, ganz flach, symmetrisch auf den Boden nimmst. Oder wenn du gerne möchtest, jetzt die Knie kühlen, entlasten, kannst du auch gerne ein Füße drunter nehmen. Und entspannen. Vertief dich mit deiner Atmung. Beweg deine Finger und deine Zehen. Und komm dann auf deine Art und Weise zurück ins Sitzen. Gern Svatsha Pradhana Mudra ein. Der innere Friede, innere Ruhe.
wechseln, wenn ich es anschildere. Verbinde dich noch mit deiner Atmung. Wir schliessen mit einem gemeinsamen Um.